Oink oink, da sind wir wieder, der Fjalk, der Shadow, meine Wenigkeit, zu einer neuen Folge von Wer bin ich? Wir sind immer noch, glaube ich, die ersten Personen, die jemals die Idee hatten, das im Internet zu machen. Mhm. Wir haben uns natürlich schon wieder ausgetauscht untereinander, wer ist. Also, ich weiß nicht, wer ich bin, aber die anderen beiden wissen, wer ich bin und scheinen mich auch zumindest ansatzweise zu kennen und sich irgendwie sicher zu sein, dass ich mich wohl auch kenne. Und das Gleiche gilt natürlich auch andersrum. Ich habe sie ja gerade eben schon vorgestellt, ich muss mal kurz gucken. Hier, da ist der Fjalk. Hi. Hallo Fjalk. Was, links, rechts, wo? Ja, da habe ich gezeigt. Und da ist der Shadow. Weiß nicht, wohin ich schauen muss, aber hallo. Ist egal. Klappt sowieso nicht. Außerdem habe ich den Daumen, glaube ich, gerade eben auch einmal kurz falsch rumgehalten. Ist egal. Wir sind ja alles hier nur Profis. Ja, es geht jetzt auch los. Der Fjalk darf anfangen zu erraten, wer er ist. Okay. Beim ersten Mal klappt, dann frage ich das gleich wieder. Bin ich fiktiv? Nein. Da bin ich dran. Bin ich fiktiv? Ja. Ja. Bin ich männlich? Ja. Für Charaktere. Gibt's nicht viel. Gibt's ja nicht viel. Gibt es Comics zu mir? Wahrscheinlich in Comics. Würde nein sagen. Also, jetzt, nee, nichts, was ich wirklich unter. Also, Comic/Graphic Novel. Also, Graphic Novel ist für mich auch Comic, ne? Was? Graphic Novel ist für mich auch ein Comic. Ja, nee, aber nichts, was ich so. Also nichts, was man da so richtig drunter verstehen würde, glaube ich. Okay. Gut. Es ist nicht komplett auszuschließen, aber du würdest damit in eine falsche Richtung gehen. Ja. Ja, ich weiß ja schon seit der letzten Partie, die wir vor ein paar Wochen aufgenommen haben, dass das ja nicht unbedingt, nur weil ich im Comic vorkomme, heißt ja nicht, dass ich da vor allem drüber bekannt bin. Ja, ich habe mich auch in den ganzen Wochen nicht umgezogen. Ja, ich mich auch nicht. Ich sitze die ganze Zeit hier so. Hätte auch sagen können, dass man die Sachen gewaschen hat. Das war dann jetzt ein Nein, ne? Okay, ja, das war ein Nein. Genau, Shadow, du bist dran. Bin ich... Ja, diese 50-50-Sache. Bin ich fiktiv? Nein. Nein, nee. Bin ich nicht. Dann ist der Fjalk wieder dran. Ich bin ein Mensch. Ja. Ich bin ein Mann. Ja. Ja. Ich bin berühmt. Ja. Also ja. Im positiven Sinne. Du bist berühmt. Bist berühmt. Ja. Ich meine, das ist halt immer Ansichtssache. Ja, naja. Gibt ja Alec Guinness berühmt und ja, diesen anderen Fuzzi von SL2, keine Ahnung. gut. Ich bin Schauspieler. Das musst du wissen. Ich würde sagen, nein. Nee. Ach, nein. Ja, also das. Ja, ich würde sagen, nein. Okay. Obwohl sagen wir ja. Das ist lustiger. Du bist Schauspieler. Okay, nee. Ich bin aber auch Musiker. Oh, hey, du stellst Fragen. Da würde ich jetzt sagen, nein. Also wüsste ich auch nicht von. Da bin ich dran. So, stamme ich ursprünglich aus Computer/Videospielen? Nein. Gut, bin ich real? Ja. Da du nicht fiktiv bist, ja. Ja, ne, Bacon hatte vorhin auch mal die Frage. Man kann ja, wenn man denkt, dass man ja bekommt, zur Sicherheit nachfragen. Also ich bin real. Bin ich, ob ich diesmal ein Mann bin? Bin ich ein Mann? Ja. Ja. Ah,
Fangen wir wieder mit der Herkunft an. Komme ich aus Europa? Ja. Ja. Komme ich aus Deutschland? Nein. Das war gerade bei mir schön synchron, wie ich Fjalk und ich Ja und Nein gesagt habe. Fjalk, du bist wieder dran. Also verdiene ich mit Schauspielerei nicht mein... ist nicht mein Hauptberuf. Das ist jetzt eine Frage. Ja, wenn du die Frage anders stellst, du verdienst hauptsächlich... Ja. Ja, mit Verneinung, kannst, da müssen wir noch mal drüber alles, reden. Alle Fragen. Nein, aber ich bin hauptberuflich kein Schauspieler, ist eine Frage, die wir beantworten können, weil kein Schauspieler ist keine Verneinung. Ja, aber so bekommst du halt sehr viel einfacher Ja-Antworten. Ja, aber es bringt dir halt nichts. Okay. Ja. Ist halt. Okay. Ich bin aber Künstler. Ja. Ja. Und ich habe aber nichts mit Musik zu tun. Das ist richtig. Ja. Obwohl, wenn man jetzt ganz böse wäre, hätte man jetzt Nein gesagt, aber sagen wir ja. Also hast du eigentlich nichts mit Musik zu tun. Aber schon, ich habe aber auch was mit Filmen, auch wenn ich kein Schauspieler bin, hauptberuflich zu tun. Ja. Ja. Dann bin ich eher hinter der Kamera unterwegs. Mhm. Bin ich ein Regisseur? Ja. Gut, das gibt ja noch 4 oder 5, das kann nicht lange dauern. ich lebe noch? Ja. Ja. Moment, ich aktualisiere meinen Wikipedia-Eintrag. Ja. ich mache hauptsächlich Hollywood-Gedöns. Nee, war eine Frage anders. Ich mach hauptsächlich Blockbuster, Popcorn-Kino. Nein, finde ich schwer zu beantworten. Okay. Sag ich einfach mal ja. Also ich stelle nochmal die Frage ein bisschen anders. Ich mache eher Unterhaltungs-Kino. Ja. Benutze ich gerne und viel CGI? Ja. Habe ich in den letzten 2 Jahren einen Film gemacht? Ja. Habe ich in den letzten 2 Jahren einen sehr erfolgreichen Film gemacht? Sag ich jetzt mal nein und ich glaube, das ist keine falsche Aussage. Okay. Bin ich dran? Ja. Kennt man meine Figur aus dem Fernsehen? Ja. Ja. Hat man meine Figur schon im Kino gesehen? Ich nicht. Nein. Nee. Nein. Okay. Kennt man mich aus dem Bewegtbildbereich? Ja. Ja. Das klingt immer so schmutzig, wenn du das sagst. Weiß nicht, woran du denkst. Die allumfassenden Fragen. Ich werde jetzt nicht fragen, ob ich in Pornos mitspiele. Nein. Kennt man mich aus dem filmischen Bereich? Ja. Ja. Ich komme im Fernsehen vor. Ja. Auch. Ja. Und man kennt mich aber auch aus dem Kino. Ja. Gut. Ist meine Hauptprofession Schauspieler? Ja. Ja. Okay. Und ich habe Kinofilme gemacht. Das schreckt ein. Ja. 3 oder 4. Ich lebe noch? Ja. Ja. 2016 hat mich alle erwischt.
Fangen wir mal, gehen wir mal weitere Events ein. Also ich hoffe mal, sonst wird knapp, komme ich aus den, aus Großbritannien. Ja. Ja. Ich komme auch aus England. Richtig. Mhm. Meine, es gibt mehr als einen Kinofilm von mir. Ja. Ja. Wo ich mitspiele. Und dann wirst du so ein Schauspieler, von dem es nur einen Kinofilm gibt? Bestimmt. Ja, natürlich, aber, bestimmt, ja. Aber ich meine, wir versuchen ja schon irgendwie so halbwegs bekannt zu sein. Und zwar, diese Filme hängen auch zusammen. Auch, ja. Also quasi, es gibt, ich habe in Filmen mitgespielt, die ein Mehrteiler sind. Ja. Ja. Würdet ihr das Genre der Filme als Action bezeichnen? Ja. Doch. Also. Ja. Ja. Sind Actionfilme bei? Ja. Okay. Ja. Ich schieße einfach mal schon wieder ins Blaue. Hat vorhin gut geklappt. Verkörpere ich in Filmen James Bond? Nein. Okay. Dann ist der Schalt dran. Ich habe noch gar nicht gefragt, ob ich männlich bin, oder? Nee, habe ich noch nicht. Bin ich ja. Männlich? Ja. Ja. Du hast, glaube ich, gefragt, ob du ein Mann bist. Und du bist auch männlich. Achso. Ich habe schon mal einen Oscar gewonnen. Nein. Was für ein Loser ist denn das? Soll ich denn hier raten? Bin ich dran. Was mir jetzt gerade einfällt, was mir vorhin keiner bei der Moderation gesagt hat, dass ich natürlich vergessen habe einzublenden, wer ist, aber dadurch könnt ihr ja die ganze Zeit viel besser mitraten. Musst du doch nicht mal die Augen schließen. Beim nächsten Mal werd ich da auch hoffentlich besser. Ich bin dran. Sei denn, du drehst noch so ein Zwischending, wo du sagst, hey, übrigens, jetzt könnt ihr die Augen zumachen, wenn du dir so Klarheit machen willst. Das ist eine gute Idee. Das schauen wir mal. Vielleicht habe ich das gemacht und dann wundern sich alle, warum ich das jetzt hier sage. Vielleicht auch nicht. Und alle wundern sich, warum ich das jetzt sage. Also, ich bin eine fiktive Figur, männlich. Nicht aus der Videogenre. Ich komme vor allem im Fernsehen vor. Laufe ich im Fernsehen in einer Serie? Nein. Okay. Gut. Kein James Bond. Eher Action. Ich kenne nicht sehr viele englische Schauspieler, das wird das Problem. Vor allem welche, die nicht James Bond verkörpert haben. Action. Man würde die Kinofilme als Blockbuster bezeichnen. Ja. 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 Die meisten. Wie gesagt, du hast viele Filme gemacht und da waren Actionfilme bei und da waren Blockbuster bei, ja. So ein Schauspieler macht ja doch sehr, sehr viele Filme meistens. Ja, aber es wird halt extrem viel ausgeschlossen. Kein Roger Moore, kein Pierce Brosnan, kein Daniel Craig, kein Sean Connery. Daniel Craig war nie James Bond. Der war so ein komischer blonder Typ, der immer rumgebämmt hat. In meinen Filmen gibt es viel CGI. Hatten wir... Ach nee, hatten wir vorhin... es kommt auf den Film drauf an, ja, und ich würde sagen, ja. Also überwiegend, ach, weiß ich nicht. Also, ja, es kommt also wirklich auf den Film drauf an. Also ich sehe gerade welche, wo es definitiv... Gibt welche mit vielen und welche, aber okay, mit... Aber okay, welche Filme kommen heute noch ohne CGI aus? Das war keine gute Frage, glaube ich. Ich habe
in den letzten 5 Jahren einen Kinofilm, war ich in einem Kinofilm zu sehen? Ja. Gott, das weiß ich gar nicht. Steffen, das kann ich mit Ja beantworten. Ja, dann ist das so. Ich bin älter als 50. Ja. Ja. Echt schon dünn. Engländer. Alte Engländer. Alte Rentner aus England. Ey. Das wird mir zwar nicht helfen und es wird wahrscheinlich ein Nein sein. Ich habe schon mal einen Oscar gewonnen. Nein. Hätte ich nicht beantworten können, aber... Ungerechterweise nicht. Dann ist der Fjall dran. Ich bin jünger als 50. Nein. Da bin ich dran. Mhm. Ja. Okay, also ich bin kein Charakter aus einer Serie. Man kennt mich aus dem Fernsehen. Ich bin fiktiv. Das heißt, es könnte aber zur Not irgendwie, also wäre es jetzt keine Serie, also mal angenommen, es wäre eine Serie, dann könnte es zum Beispiel Alf sein, weil ich bin ja fiktiv. Aber es ist ja keine Serie, das war jetzt auch keine Frage. Es ist ein Film. Es gibt doch zu Alf eine Serie. Ja, ja, aber ich kann ja nicht Alf sein, weil ihr habt gesagt, ich bin keine Serie. Richtig. Ja. Ja, ja, deswegen, zu Alf gibt es auch, glaube ich, einen Film, Alf der Film. Ja. Ja, traurig. Fiktiv männlich. Laufe ich. Hier, warte mal ganz kurz. Wurde ich vor 1970 erschaffen? Also wieder die Frage, Ich glaube, ich bin mir ziemlich sicher, das nicht. Würde das auch mit Nein beantworten. Gut. Dann bist du dran. Shadow. Geht gerade so im Kopf halt durch. Also bei den englischen Schauspielern wird es halt echt schwer, vor allem die noch leben, weil sonst hätte ich zum Beispiel auch an den ehemaligen Snape-Schauspieler gedacht, der ja leider nicht mehr unter uns weilt. Ich glaube, der Donald Sutherland, der kommt aus den USA. Der Saruman-Typ, der ist auch tot. Der kam, glaube ich, auch nicht aus England. Boah. Gut. Bei Action habt ihr gesagt auch. Könnte man das eher auch, oder komme ich auch in Thrillern vor? Ja. Bringt dir, glaube ich, auch nichts. Nee. Wie gesagt, es wird halt schon extrem dünn bei mir, bei den englischen Männern. Vielleicht weißt du gar nicht, dass das der Engländer ist. Ich habe mich auch sehr lange gedacht, dass er aus Irland kommt. Hätte auch ein Amerikaner sein können. Also ich glaube, die Herkunft ist gar nicht so wichtig. Also... Ja, okay. Also das ist nicht so, dass ihm im Gesicht steht, irgendwie, ja, ich bin Engländer. Ja. Gut. Die Kinoreihe, bei der ich ja mitspiele, hat mindestens 3 Teile. Ja. Bibliothek 1, 2, 3. Ich muss mal so ein, ja, so ein Teil durchgehen. Habe ich mitgespielt bei Harry Potter? Das ist eine gute Frage. Ich sag mal nein. Okay.
Ja, die Wikipedia gibt dir da recht. Würde ich auch sagen, nein. Ich wäre enttäuscht, wenn es so wäre. Tut mir leid. Tja, Ferdinand, dann darfst du wieder. Ich bin weiß. Ja. Ja. Entschuldigung, ich war gerade kurz in Gedanken bei meinen Fragen. Ich muss gerade wieder an andere Leute denken, die das mal gespielt haben. Hm? Du bist weiß. Bin aber eher nicht im Action-Genre unterwegs. Also die Frage musst du anders stellen. Das ist jetzt wirklich eine Verneinungsfrage. Obwohl, mir fällt mir gerade eingefallen, ich spiele hier mit dem Bacon. Und hier muss eine Frage muss ich stellen, aus Prinzip, weil ich mit dem Bacon zusammenspiele. Und es könnte ja einfach sein, dass er seinen Lieblingsregisseur hier eingebaut hat. Bin ich der völlig unterschätzte Uwe Boll? Ja. Also nein, du bist nicht unterschätzt. Aber das ist aufgelöst. Ja, hey. Fjalk war Uwe Boll. Das war einfach. Also es hat ein bisschen gedauert, aber ja, eigentlich war es zu einfach. Vor allem, wenn man... Ich kenne ja auch keine anderen. Wenn man vom Bacon was bekommen hat. Ja, ja, ja. Der solche Filme wie Schwerter des Königs, Alone in the Dark, 1 und 2, glaube ich. Ja. Blubberella. Aber nur wegen deiner Frage, Schauspieler wusste ich auch bis vorhin nicht, bis du es gefragt hast. Also eigentlich dachte ich schon, weil in Postal hatte er sich selbst gespielt. Ja, wahrscheinlich Cameo-Auftritte, genau. Als er selbst. Und in Blubberella hat er gespielt mit und Tim Sanders Goes to Hollywood und ein Zombie-Massaker wird er auch als Schauspieler mitgelistet bei Wikipedia. Ich habe jetzt nicht IMDb dafür verwendet, sondern mich auf Wikipedia verlassen. Gut, aber ist ja egal, Fjalk hat es geschafft und kann uns dann jetzt... auch helfen, weiter die Fragen zu beantworten. Ja. Dann bin ich jetzt dran. Eine fiktive männliche... ich komme im Fernsehen vor. Eine fiktive Person, aber es ist keine Serie. Das heißt, habe ich in einem... Kennt man meine Figur aus einem Film? Nein. 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 Wenn dann durch Zufall, aber nicht mit Absicht. Ich gehe dann jetzt mal so die ganzen Kinoreihen durch, die mir einfallen. Wegen der CGI-Frage vermute ich mal nein, aber sag mal, habe ich in Herr der Ringe mitgespielt? Ja. Ja. Oh. Aber du hast gefragt, ob es das CGI gab und du möchtest mir jetzt nicht sagen, dass Herr der Ringe keine CGI-Effekte hatte. Alles handgeknetet. Ja. Ja, ihr habt vorhin so geantwortet, als na, ja, viel CGI. Okay. Nein. Das war halt so also, eine Frage, der hat halt in vielen Filmen mitgespielt und natürlich ja. Gibt es Filme mit und ohne CGI. Und welche mit ganz vielen und welche mit ganz wenig. Ja. Ja. Okay. Aber du hast in Herr der Ringe mitgespielt. Ihr würdet mich auch als einen... Also ich bin natürlich ein Schauspieler, wir reden jetzt aber natürlich über die Rolle. Ich bin einer der Hauptcharaktere aus Herr der Ringe. Es ist jetzt schwierig, aber ich würde eher sagen, ist schon eine Nebenrolle. Okay. Ja, doch. Also eine Nebenrolle. Du bist nicht Ork 3127. Ja, du bist nicht Ork 3127. Aber ist eine Nebenrolle. Dann bin ich dran. Mhm. Also, kennt man mich aus Schaus? Aus was? Schaus. S-H-O-W-S. Man kennt mich aus dem Fernsehen. Hä? Okay. Ja. Was gibt's denn außer Schaus, Filmen und Serien? Ja, was gibt's da? So, ich komme in allen drei Herr der Ringen Filmen vor. Ja. Warte mal. Ja. Laut Wikipedia kommst du in allen drei Herr der Ringen Filmen vor. Du wirst in allen drei Filmen im Abspann erwähnt. Okay. Aber... Nebenrolle, das ist schon wieder was drin. Da noch. Also auf jeden Fall in den ersten beiden, ja. Man, ich glaube, ich weiß sogar auch, wo im dritten, weiß ich auch. Ja, zumindest im Extended. Also zumindest im Extended Cut kommst du auf jeden Fall in allen drei Filmen vor. Dann,
dann ist das so. Würde man mich der guten Seite zugehörig nennen? Ja. Ich würde das, ja. Dann stimme ich dem Schall zu. Ich kenne genau zwei Schauspieler aus Herr der Ringe. Das ist Elijah Wood und der Lee, der den Nachname Lee, der den Saruman gespielt hat. Das ist schon ausgeschlossen, weil dann wäre es eine Hauptrolle und ich wäre kein guter. Also Saruman würde ich jetzt nicht als Hauptrolle bezeichnen, aber... Aber er ist kein guter. Ja. Aber du bist ein guter. Ja. Ja. So verrückt ist unser Wertbild nicht. Halt auch die ganzen Sachen wie Gandalf fällt raus, also oder auch ja, die Gruppe um den Ringträger drumherum. Ja, alles Hauptcharaktere aus meiner Sicht. Würdet ihr dem zustimmen? Nein. Okay. Also ich weiß nicht, was Falk sagt. Nee. Das sind nicht alles Hauptcharaktere. Ja. Vor allem dieser komische Blonde da. Gut, dann habe ich einen Bogen. Dann bin ich dran. Kennt man mich aus der Werbung? Ja. Ja. Man kennt mich aus der Werbung. Aber dann lief ich aber auch vielleicht im Kino. Das könnte er jetzt nicht ausschließen. Ja, inzwischen vielleicht, aber ich habe dich nicht. Dann noch nie gesehen. Ja, ich auch nicht. Okay. Werbung. Nach 1970 fiktiv. Ich bin das Markenzeichen eines Produktes. Also das Logo, Aushängeschild. Ja, ja. Okay. Hat mein Produkt was mit Reinigungen zu tun? Nein. Okay, dann bin ich also nicht irgendwie der... hier, was auch immer, Mr. Proper bin ich nicht. Zum Beispiel. Sehr schön. Das konnte ich jetzt ausschließen. Mein Schauspieler spielt in Herr der Ringe. Ist er einer aus der Gruppe um Frodo herum? Ja. Nicht? Ja. Also. Wer hätte das noch. Also. Ja. Okay. Ja. Ich spiele in Herr der Ringe einen Menschen. Ja. Ja. Ich kann euch schon mal sagen, ich werde nicht auf den Schauspielernamen kommen. Ja, aber, wenn du den Charakter, ja. Denke ich mal, also mir reicht zur Not auch der Charakter aus Herr der Ringe. Gut. Aber muss er vielleicht zur Not entscheiden. Dann fange ich mal an mit Reicher wurde er genannt. Nein. Im ersten Teil. Nö. Okay. Gut, ich habe mich zwischendurch auch schon total angemalt. Ich zeige mal eben meinen Finger so ein bisschen in die Kamera. Deswegen gibt Bacon nie einen Kuli in die Hand. Man kennt mich aus der Werbung. Ich bin männlich, fiktiv. Ich stelle in der Werbung Ich stelle in der Werbung keinen Menschen dar. Richtig. War eine Verneinungsfrage, aber ja. Okay, wie hätte ich die Frage als Nicht-Verneinungsfrage stellen sollen, bitteschön? Gar nicht. Ja, aber dann grenzt ja viel zu viele Fragen aus. Ich wollte ja gerade wissen, dass ich... ich hätte, ne? Und man muss ja schon irgendwie eine Frage stellen können, ohne... Vielleicht, wenn man immer vorher die Rolle anstellt, ist es richtig, dass... Okay, aber okay, du hast deine Antwort bekommen. Ich bin kein Mensch, aber ich bin männlich. Mhm. Nehmen wir an, also... Ja, doch. Deinem Auftreten her, ja. Aber... Ich vermute, dass mein Geschlecht nicht das Wichtigste an mir ist. Nein.
Was? Ich glaube, dass das schon sehr wichtig ist. Also ja? Es ist ein Nein. Oder? Wie wird... ich glaube, das ist essentiell. Das Geschlecht ist wichtig. Ich meine, da klinke ich mich jetzt mal eben aus. Okay. Ich weiß nicht genau, worauf der Dominik hinaus will. Ich habe da gerade Bilder im Kopf. Okay, also... Ich kann ja jetzt mit da rein rausklicken. Ich schick dir mal was im Teamspeak. Ihr könnt dann nur noch einen Kanal runtergehen. Dann rede ich halt mit mir selbst. Singe ich ein bisschen. Ne? Deswegen ja, gut, wenn du das sagst, dann... Ja. Ja. Also du hattest gefragt, das Geschlecht ist nicht wichtig und darauf bekommst du ein Nein. Also ist das Geschlecht wichtig? Ja. Aber ist ja auch egal, weil du bist dran. Ja. So, ich bin ein Mensch und in der Gruppe um Frodo. Ich kann also nicht der olle Zwerg sein, ich kann nicht der blöde Elf sein, bin nicht Streicher. Gandalf ist auch kein Mensch, das ist das Problem. Und ich bin auch keiner der Hobbits. Wird's mit Menschen echt schwer. Eigentlich müsste es eher recht leicht werden. Bin ich der Typ, der wach wird und versucht, Frodo den Ring abzunehmen und dann irgendwann stirbt? Also wenn du das so beschreibst... Offiziell ja, inoffiziell, was ist das für eine Beschreibung? Ja, gut, ich sterbe innerhalb der Reihe. Ja. Ja, ja. Ja. Und ich habe auch versucht, Frodo den Ring abzunehmen zwischendurch. Ja. 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 Ich bin der Typ, der dann im Wald von den Orks abgestochen wurde und dann am Ende hat Streicher noch ein wichtiges Gespräch mit mir geführt. Richtig. Ja. Aber komm, du musst entweder den Namen des Schauspielers oder den Namen des Charakters im Film kennen. Da kann ich euch sagen, oder dafür irgendeinen anderen, eine andere Rolle, die er auch noch gespielt hat. Was im Moment echt nicht so schwer sein kann. Ja, ich werde weder den Schauspieler noch wieder in den Film hieß. Muss ich also echt versuchen, über andere Filme noch drauf zu kommen. Na gut, das wird spannend. Aber ich habe bisher immer ein Ja bekommen. Ich spiele neben der Herr der Ringe-Trilogie noch in einem anderen Kino-Mehrteiler mit. Ich verstehe die Frage jetzt mal so, dass es... Also die Antwort darauf ist ein Ja. Ja. Okay. Aber... Du spielst in einem weiteren Film mit, der zu einer Reihe gehört, ja. Ja. Das ist halt echt das Problem, dass die Kinofilme von Herr der Ringe schon so lange her sind, dass man halt die Charakternamen... Aber du hast jetzt zumindest ein Gesicht schon vor Augen. Ja, aber da fällt mir überhaupt kein Name zu ein. Das reicht ja, wenn du noch einen anderen Film oder Serie oder irgendwas findest, wo der auch noch auftaucht, finde ich. Ja, ist er leider nicht. Und das heißt, ich müsste wieder an der Stelle ansetzen, vor Herr der Ringe, um noch einen anderen Mehrteiler zu finden, wo ich dann wieder nicht weiß, wer ja der Typ ist. Aber er ist doch so berühmt und wunderschön. Ja, ich meine, eigentlich können wir das dann auch für Stelle auflösen, weil wenn ihm jetzt nicht irgendwie ein anderer Film einfällt, wo er mitgespielt hat, ja, dann wird es halt nichts bringen. Bin halt mit Namen wirklich schlecht. Und ich bin eigentlich davon schon ausgegangen, dass das vor allem jetzt im Moment noch
obwohl er da auch schon wieder tot ist, dass man drauf kommen kann, wer, wo der noch auftaucht. Ja gut, da hätte man Shadow guckt nicht Game of Thrones. Ja, weiß ja. Nee, ich guck generell. Da kann man ja nicht mit rechnen. Also ich guck's auch nicht, aber ich habe die erste Staffel gesehen und hab drauf gewartet, dass er stirbt. Ich habe zwei Folgen geschaut und dann war es vorbei. Ja. Nee, also ja, also wenn du willst, lösen wir das auf, dann. Wenn du meinst, du kommst auf nichts. Das Problem ist, selbst mit irgendwelchen besonderen Hinweisen, ich werde trotzdem nicht auf den Namen kommen. Das ist das Problem. Von daher tut es mir leid, dass das schon in der zweiten Folge mal passiert, aber hier muss ich leider aufgeben. Genau, der gesuchte Charakter war. Die gesuchte Person. War Sean Bean. Exakt. Mit 58 Jahren, nee, vor 58 Jahren in Sheffield, England geboren. Und viermal verheiratet und viermal geschieden. Aha. Ist also zu haben. Was. Und er hat zwei Doktortitel, zwei Ehrendoktortitel in englischer Literatur. Selbst mit den Namen habe ich kein Bild vor dem Augen, wie der aussieht. Und er war mal James Bond-Bösewicht. Genau, James Bond-Bösewicht. Da warst du, aber... Nee, GoldenEye nicht. Doch, GoldenEye war es. Doch, GoldenEye war es, genau. Okay. Genau, gut. Andere bekannte Filme mit ihm, würde ich jetzt noch eben sagen, wäre Equilibrium. Ah, ist das der Haupttyp aus Equilibrium? Das ist eine gute Frage. Ist der Typ, der sich da so toll bewegen kann und dann im Dunkeln schießen kann und alles? Nee, das ist, glaube ich, Christian Bale, den du meinst. In Equilibrium hat er, glaube ich, eher eine Nebenrolle gespielt. Die wahrscheinlich gestorben ist, weil das tut er sehr oft. Das tut er sehr häufig. Game of Thrones hat er halt mitgespielt. Jupiter Ascending, ein schlechter Film, aber nochmal halbwegs neu. Percy Stunde Jackson. Der Patrioten mit Harrison Ford. Da hat er einen irischen Terroristen gespielt. In Troja hat er mitgespielt. Und da war richtig, auch, da ich, war gar Odysseus. Nicht ganz, ja. Aber ist ja auch egal, weil ich bin ja immer noch am Zug. Ich bin eine Werbefigur. Du bist auf jeden Fall besser als ich, weil du es wahrscheinlich lösen wirst. Ich bin eine Werbefigur. Mhm. Ja, immer noch. Mache ich Werbung für Essen? Ja. Ich bin Ronald McDonald. Mhm. Okay. Okay, du hast bei Essen hast du gesagt, Ja. Für Essbares. Ja. Ja, ich habe ja nicht gesagt, dass es gut schmeckt. Essbares. Mache ich auch Werbung für Trinkbares? Nein. Gut. Also es ist wirklich was Essbares. Oh, mein Geschlecht ist wichtig. Echt? Mache ich Werbung für Süßigkeiten? Ja. Süßigkeiten. Ich muss mal in meinen dritten Zettel anfangen. Süßigkeiten. Ich wette, ich finde danach ein Computerspiel zu dem. bin ich mir ganz sicher. habe ich eigentlich schon mal gefragt, wo ich herkomme? Nee, ne? Nee, glaube ich nicht. Weiß aber auch nicht, ob mir das was bringt. Essbares. Und ich bin kein Mensch. Mhm. Essbares kein Mensch. Aber ich bin männlich. Mars kann ich ja nicht sein. Ist ja... Wäre jetzt, fand ich, sehr gemein, der Hinweis mit männlich, weil der Gott Mars männlich ist, aber... und zwar Süßigkeiten. Mache ich Werbung für ein Produkt, was aus Deutschland stammt? Nein. Ich hab dir gerade was im TF geschrieben. Ja, ja. Das ist richtig, ne? Ich stamm... Ja, glaube ja. Ich stamme ursprünglich aus der amerikanischen Werbung vermutlich. Nö. Aus der englischen. Nein. Nö. Japanischen. Nein. Nein. Asiatischen. Nein. Nein. Ozeanischen? Nein. Nein. Südamerikanischen. Nein. Afrikanischen. Nein. Nein. Europäisch? Ja. Okay. Aus Europa, nicht aus England, nicht aus Deutschland. Ich kenne mich? Ja. Da wäre jetzt ein Nein eine tolle Antwort gewesen. Du hast nicht bei Herr der Ringe mitgespielt. Ja, das glaube ich. Ziemlich. Süßigkeit. Ist es eine Süßigkeit für Kinder? Ja. Ich esse die auch.
wenn ich sie krieg. Wenn sie irgendwo rumliegt. Aber mein Geschlecht ist wichtig? Echt? Sagt der Dominik. Nicht für das also, Produkt, aber für die Figur schon. Aber das kann dich in die falsche Richtung führen. Also versteif dich jetzt nicht darauf, dass sich das Produkt nur deswegen verkauft, weil du und auf einer Hose rumläufst. Ich bin der Pimmelmann aus Spanien. Ich glaube, der trägt keine Hose. Das weiß man nicht so genau, glaube ich. Der Pimmelmann oder ich jetzt, meine Figur? Also ich bin aus Europa. Stamme ich aus Italien? Ja. Wieso sagt ihr ja? Das bringt mir überhaupt nichts. Hallo? Also da wäre ich jetzt schon ganz weit vorne. Italien. Warte mal kurz. Was stammt denn aus Italien? Ich war kein Diktator. Was? Diktator? Das kann ja sein. Irgendwie der neue Mussolini-Snack. Das Mussolini-Müsli. Oder Berlusconi. Dem wäre zumindest das Geschlecht wichtig. Ja, Bonga Bonga Party. Bonga Bonga Party für zu Hause als das Süßigkeit für Kinder. Das ist was anderes. Die sind nicht dieselben. Hört auf. Ja. Kling Ärger. ich bin am Überlegen. Ich habe meinen Kugelschreiber kaputt gemacht. Schön. Nimm den. Danke. Ja, gut. Süßigkeit aus Italien. Das Einzige, was ich erkenne, sind irgendwelche Sachen von Ferrero. Ah. Oh. Stamm ich von Ferrero? Ja. Ja. Kinder Pinguin? Nein. Happy Hippo? Nein. Ferrero Rocher? Was ist ein männliches von Ferrero? Bin ich ein Eis? Nein. Nein. Ich bin eine Süßigkeit aus Schokolade? Mhm. Überraschungsei? Ja. Hat doch nichts mit dem Geschlecht zu tun und ist nicht männlich. Ja, natürlich. Was das Überraschungsei ist ja wohl mal geschlechtsneutral. Nein, du bist nicht das Überraschungsei. Achso, ich bin nicht das. Ich bin eine Figur aus dem Überraschungsei. Nein. Nein. Ich bin die Überraschungsei-Schokolade. Nein. Ich bin das Überraschungsei-Papier. Nein. Es macht jemand Werbung fürs Überraschungsei? Ja. Ich bin Schlumpf. Nein. Hat eine Mütze auf. Keine Hose. Er hat auch keine Arme und keine Beine, sondern nur Hände. Aber der ist doch ungeschlechtlich. Ich bin die Überraschungsei-Figur, die Werbung macht, aber ich weiß nicht, wie die heißt. Ja, lass mal gelten. Du bist Mann. Der Ü-Ei-Mann. Ich bin der Ü-Ei-Mann. Echt? Das heißt Ü-Ei-Mann. Das wage ich zu bezweifeln. Doch. Echt da? Ja, nee, glaube ich. Das war was ganz, ganz Gemeines. Ja! Ich hatte mehr Angst vor der Frage männlich war noch zu beantworten. Die Frage wäre jetzt, hättest du gefragt, bin ich ein Mann? Hätte ich nicht gewusst, was ich antworte. Bin ich männlich? Ja. Bin ich ein Mann? Nein. Hä? Was? Ja. Nee, vor allem, du bist zwar ein Mann, aber du bist kein Mann. Ne? Das ja. Und man weiß es ja nicht so genau, weil ich habe nie ein zweites Ü-Ei-Männchen oder sowas gesehen. Aber du hast auch kein Ü-Ei-Weibchen gesehen, oder? Ja eben, deswegen... Vielleicht ist das Ding auch völlig geschlechtsneutral und macht selber irgendwie die ganzen Aber zum Beispiel in der Werbung, wenn er sagt, oh, jetzt ist ganz neu, was in mir steckt, in jedem siebten Ei, hat er eine männliche Stimme. Das ist ja, die selbe Stimme wie Benjamin Blümchen. Ja, und er ist alt genug, dass er eigentlich eine Schleife irgendwo haben müsste oder so ein angedeutetes Röckchen, wenn es ein Mädchen wäre. Aber der hat doch als Rot, das Rot ist doch die Hose. Ne, der hat ja, deswegen sage ich mal, man kann sich nicht so ganz sicher sein. Vielleicht hat er so einen Ganzkörperanzug an und darunter ist er ein Overall. Oder er ist nur angemalt worden. Ja. Weil man sieht nirgends den Übergang von Kleidung zu Haut. Ja. Ja, okay, gut. Auf jeden Fall ist damit auch die zweite Runde von Wer bin ich vorbei und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ganz genau. Bis dann. Tschüss.